Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Das ist schon meins, glaube ich. Ihr bekommt mich niemals! Nein, der Sims war schon früher zu schmal für mich. Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Ja, wahrscheinlich sagt sie das bei allen Fenstern. Ich wollte schon mal gucken, was sie hier bei dem Fenster sagt, weil es das letzte Fenster so gesehen ist. Und dass hier die letzte Tür ist, obwohl da drin ist wahrscheinlich noch ein Fenster, klar. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Hey, irgendwer hat in meiner Abwesenheit meinen geheimen Kaugummivorrat geplündert. Oh, das ist gemein. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt wird alles gut. Hey, irgendwer hat... Erinnerst du dich an diese Vase, Harvey? Na klar, da haben wir immer unsere Kaugummis versteckt. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? zu. Ist das hier die Tür zu meinem Zimmer, Harvey? Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Ich auch nicht. Schade. Ich kann sie jetzt bekritzeln, wann immer ich will. Aber das muss warten. Erst muss ich auf die andere Seite gelangen. Das hat schon früher beim Hausarrest nie geklappt. Nie wieder gepolsterte Türen. Hier regnet es ausnahmsweise mal nicht durch. Wir könnten uns ein Loch in die Tür brennen. Na los, worauf wartest du? Auf Plan B. Schade, passt nicht. Das wäre cool gewesen. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Vielleicht kann ich die Tür aufbrechen. Mist, ich komme mit der Schaufel nicht in die Ritzen. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Wir sollten die Zange mit dem Spaten kombinieren. Auf diese Weise könnten wir eine Art überlegenes Superwerkzeug bauen. Ein Instrument, das die Erde kneift, bevor es sie umgräbt? Denk darüber nach. Ich halte es für eine Marktlücke. Je, warte mal. Ich bin zweihändig bewaffnet. Wir sollten den Spaten anzünden. Nein, Harvey, das sollten wir nicht. Aber... Nein. Nein. Einfach nein. Der Spaten lässt sich nicht auseinanderschrauben. Warum gibt es eigentlich keine Zickzack-Schaufeln? Ob man wohl überall Schätze findet, wenn man das X direkt auf die Schaufel malt? Eine gute Frage. Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen überfordert. Wie ich hier reinkomme? Ich habe locker unten irgendwas vergessen. Locker irgendwas vergessen. Doch, vielleicht hier, Moment. Ich guck einfach mal. Nein. Okay. Badezimmer ja auch nicht, ne? Wanne, Waschbecken, Spiegel, Haar. Nein. Porto, Bett, Stuhl, Tisch, Kerze und so weiter. Ja, habe ich auch. Alles klar. Moment. Jo. Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Moment, vielleicht hinten in der Tür? Das könnte natürlich sein. Oder halt unten im Keller. Habe ich auch gar nichts geguckt, ne? Oh, merke ich gerade. Nice. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ja, gab's nicht hier irgendwie? Hatte da nicht so der Schlüssel drin festgesteckt, so? Oh. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren
Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, es wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Alles klar. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Schade. Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Der uralte Eisenofen. Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh, nein, lieber nicht. Alter! Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Mein bestes Stück in den Ofen werfen? Niemals! Ich dachte immer, ich sei dein bestes Stück. Möchtest du dann vielleicht in den Ofen? Ach nee. Ich habe eine Schippe, aber ich sehe keine Kohlen. Vielleicht werde ich ja später mal Goldschmied. Wer weiß. Der Ofen ist leer. Kann ich das da rein, eigentlich, ja, ne? Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Ja, genau, das ist das Problem gerade. Meine Sachen sind alle noch gut. Die müssen noch nicht verheizt werden. Dann gib mir doch... Nein, ich... Mir ist nicht... Manno. Das habe ich früher immer getrunken. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Okay, kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Die Laken. Die waren schon vor 10 Jahren. Karton. Ich habe bis hierhin keine Trage, dann werde ich... Alles klar. Die waren schon vor... Meine Lieblings... Oder ist das... Ah. Au ja, die knistern immer so gemütlich. Das wird nicht ausreichen, um das Gold zu schmelzen. Was du nicht sagst. Mal gucken, was noch in dem alten Achso. Kessel steckt. Hä? Hab ich das nicht ausprobiert? So leid es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Kinder, das Gold ist fertig. Ja. Jetzt in die Wanne. Würde ich meinen. Oder? Doch. Nach oben. Oh. Ins Bad. Die Wanne? Das klappt so nicht. Ah. Sagt sie nicht. Den Spat später vielleicht. Hast du gesehen, wie ich diesen Topf... Ich hab... Ja, ich bin... Moment. Ich brauche ja... Was brauche ich noch? Ich brauche Ton oder so, ne? Ich brauche Erde. Glaube ich, war das, ne? Ja. Da hilft auch kein Umtopfen mehr. Schade. Hätte ja klappen können. Hatte ich hier denn noch was? Außer, nee. Oder vielleicht was? Das klappt so.
Und der irgendwo braucht dich Erde oder so. Zum Schuppen, bitte. Farbtopf. Hatte ich einen Farbtopf angesehen? Moment. Ein Kessel voller Buntes. Ich musste kurz einmal jemandem bei Discord antworten. Es tut mir leid. Ein Kessel voller Buntes. Kann ich den mitnehmen? Das sind nicht meine... Achso. Kann ich den Topf mit den Handschuhen nutzen? Das klappt so nicht. Ja, mit den Farben. Das klappt. Wir brauchen Ton dafür, oder nicht? Ich bin der Meinung... Ja, wir brauchen doch Ton, weil wir daraus die Form machen. Scherben... Ich kann die Scherben nochmal... So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Ton. Wie ging das noch gleich? Oh. Muss ich den Ton auch einschmelzen? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Fuck. Wie war denn das? Oh, das habe ich mir noch nicht gemerkt. Leutchens. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Daraus könnte man vielleicht wieder was brennen, wenn sie nass wären. So aber nicht. Moment, kann ich das? So habe ich früher immer... Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ja, sehr gut. Daraus könnte ich vielleicht wieder was brennen. Ton. Wie ging das noch gleich? Wenn ich den Ton jetzt oben mit unserer Tür benutze. Ja, warte, ich brauchte doch einen Abdruck von dem Schlüssel, oder nicht? Es heißt Schlüsselabdruck, nicht Schlossabdruck. Ja, aber ich habe ja keinen Schlüssel. Das ist ja gerade das Problem. Ich weiß noch nicht, wo ich einen finde. War im Salon noch was? Nee. Ich hatte ja einen Schlüssel. Aber der ist ja kaputt. Er steckt doch hier in der Tür, oder nicht? Oder vorne in der Tür? Es heißt nicht Schloss. Tür. Es heißt nicht. Da steckt nichts drin. Hä? Oder Moment, war in dem Briefkasten irgendwie? Da habe ich zu Silvester... Nee. Hier war auch nichts. Ich brauch den Schlüssel. That's the problem. Gute Idee. Ah, okay, doch, von der Prima. Seite. Ich habe die Reste des Zerbrochenen. Ja, alles klar, okay. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Sehr gut. Ich habe das so von der anderen Seite schon versucht. Warum ging das denn von der anderen Seite? Och, Mann. Was einmal geklappt hat? Handschuhe nehmen. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Jetzt war das mit Wasser abkühlen, ne? Ja.
Alles klar, sehr gut. Sehr gut, wir haben einen Schlüssel. Das sollte klappen. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Kann ich jetzt auch die Tür nicht mehr einschließen können? Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ein Schlüssel, sie zu öffnen. Ja, es geht wirklich. Alles klar, cool. Die Tür aufmachen. Wir haben einige Achievements ja nicht geholt. Sag ich mal. Aber ist egal. Ist okay. Bin gerade am Überlegen, ob ich schon jetzt den Part beende, Leute. Habt ihr halt zwei 17-Minuten-Parts oder so? Na, ich mach jetzt, komm, ich mach zu Ende. Ich mach zu Ende. Wir können rein. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Oh. Ein letztes Mal tempomorphen, Leute. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinären Maßregelung zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs. Danke. Sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Okay, wir haben jetzt hier noch ganz viel. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von Dedelic entstanden sind, bereits mit der Dedelic-Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich von später hier in den Hintergrund rein montiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Wow. Enttäuschend. Aber gut, Leute, ich glaube, wir haben doch noch ein bisschen was vor uns, deswegen beende ich jetzt wirklich den Part, die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich bin gespannt, was das Ende ergibt. Ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.